Heute setzen wir das Seitenteil von diesem GT3 RS in Stand. Das ist das Thema des heutigen Videos. Das ist ein 991.2, Baujahr 2019. Der Kunde war auf einer bekannten Rennstrecke unterwegs, die Kontrolle verloren, kam von der Fahrbahn ab und ist dann in die Leitplanke unsanft eingeschlagen. Wie man sehen kann, war einmal hier ein Berührpunkt, wahrscheinlich eine Leitplanke, dann hier oben, hier haben wir schon mal grob ja, die Spannung rausgenommen, indem wir die Delle von innen ein bisschen rausgedrückt haben. Wie man sieht, hier der komplette Verlauf unterbrochen, die Kanten sind defekt, hier unten haben wir sogar eine Rissbildung, das werden wir dann nachher vorsichtig schweißen. Ist schon eine Herausforderung. Ursprünglich sollte dieses Seitenteil ersetzt werden. Um den Werterhalt des Fahrzeugs zu sichern, ist es einfach besser, nicht in die Struktur einzugreifen und hier sämtliche Fügestellen zu öffnen und dann irgendwie ein neues Seitenteil einzubauen. Wenn möglich, würde ich so ein Seitenteil immer in Stand setzen, ordentlich in Stand setzen, nicht so hohe Schichtstärken, nicht rumgespachtelt, sondern wir setzen das richtig schön in Stand, wird dann ganz ordentlich lackiert, so wie es sein muss. Kompletter Lackaufbau, eine Herstellervorgabe. Hier war auch eine ziemliche, ja, eine große Delle. Die haben wir erstmal grob einfach von innen mal rausgeholt, um die Spannung im Material abzubauen. Und jetzt, dann im zweiten Schritt, geht es dann darum, die Kanten ordentlich zu stellen, um die Fläche wieder zu versteifen. Dafür sind die Kanten da. Und dann arbeitet man sich immer feiner. Pfeilbild erstellen. Ein Pfeilbild ist wie beim Plan. Du feilst über die Fläche und siehst dann, wo ist deine Fläche zu hoch, wo ist deine Fläche zu tief. Und dementsprechend kannst du dann ausbauen. Ziehe ich mal quasi die Außenkante des Kotflügels mal dahin, wo sie eigentlich hin soll. Wir sind insgesamt mit dem Kotflügel oder mit dem Seitenteil zu weit drin. Das ist der Verlauf der Kante und hier ist natürlich die Unterbrechung, weil hier der große Knick war. Das ist jetzt nur mal grob. Bevor wir dann endgültig die Kante stellen, holen wir jetzt gleich schon mal ein bisschen die Spannung im Blech raus. So hier in dem Bereich, der von der Fläche kommt. Und dann, ja, machen wir weiter. Die Stelle, wenn ich davon zu viel habe, das wäre so ein Kriterium, wo ich dann sage, okay, dann mache ich es lieber neu oder zu viele Risse, wo ich zu viel Schweißnähte einfügen muss. Aber wenn ich hier so viel weiche Verformung, in Anführungsstrichen weiche Verformung, in der Fläche habe, aber im Anschlussbereich nichts, dann sehe ich keinen Grund, das immer neu zu machen. Es geht eigentlich darum, was ist das Beste für das Fahrzeug. Und bei so einem Fahrzeug, wo der Werterhalt ein großer Faktor ist, ist ein Eingriff in die Struktur. Ich öffne ja die ursprünglichen Fügungen, die im Werk gesetzt wurden, muss ich öffnen, ich muss Schnitte setzen. Und das ist dann immer ein Reparaturverfahren. Das ist nie wieder das, was es mal war. Wenn ich aber die Flächen instand setze, ordentlich instand setze, dann habe ich zwar eine höhere Schichtstärke am Ende, was Lack, Aufbaulack und so weiter angeht, aber trotzdem ist die Struktur noch die originale. Weiterer Faktor ist dann so, sind so Sachen wie Korrosionsschutz. Der ist natürlich auch gebrochen. Ja, natürlich, wenn ich mir richtig Mühe gebe, kann ich da schon was machen. Aber in der Regel bei so einer Unfallinstandsetzung ist ja auch ein immenser Zeitdruck. Und deswegen würde ich immer versuchen, das instand zu setzen.
im Rahmen. Wenn es zu krass ist, dann muss es neu. So, jetzt haben wir mal ganz, ganz grob die Kontur, die Flucht wieder da, wo sie mal hin war. Die restlichen groben Verformungen, sprich dadurch, dass wir ja eigentlich hier eine Rundung nach außen haben, die jetzt nach drinnen gedrückt ist, haben wir in jedem Bereich hier Spannung. Das werden wir jetzt erstmal rausarbeiten. Beim Schleifen kommt es darauf an, dass ich nicht zu viel Wärme in mein Material bringe, dass ich mein Material nicht zu dünn schleife. Ich würde immer so sanfte Verfahren, sag ich mal, klar, wenn ich jetzt hier die Killer-Drahtbürste auspacke und so, geht das ratzfatz, ja. Aber ich bringe da einfach zu viel Temperatur ein, ich schleife die hochstehenden Punkte zu dünn. Teilweise strecke ich das Material, ja, man muss ja denken, jedes Korn, das da dagegen schlägt, ist wie ein kleiner Hammerschlag. Deswegen lieber sanft, viel Zeit lassen. Jeder Arbeitsschritt in so einer Karosserieinstandsetzung baut aufeinander auf. Und wenn ich am Anfang schon das Fundament schlecht lege, dann kriege ich Riesenprobleme hinterher. So sehen so Bits aus, die werden wir dann hier schön sauber auf die Kante aufschweißen, um dann flächig die Kante ziehen zu können und den Shape oder die Form rausarbeiten zu können. So, das Wichtigste ist, dass ich, egal was ich mache, immer versuche, mit so wenig Temperatur wie möglich zu arbeiten. Sprich, beim Anschweißen von Werkzeugen, wie zum Beispiel den Bits, um so wenig Strom und somit auch so wenig Temperatur wie möglich einzubringen. Also den Strom so weit runter zu drehen, dass zwar mein Bit super hält, aber ihn nicht hier einbrenne ohne Ende, weil das würde wieder unseren Werkstoff einfach ja, zerstören. Wir würden die Qualität immer weiter herabsetzen. Wir wollen ja die bestmögliche Qualität von dieser Reparatur rausholen. Grundsätzlich unterscheidet sich jetzt hier so ein Porsche-Seitenteil beim 991 ja noch Stahl, beim 992 dann komplett aus Aluminium, zu so einem normalen Fahrzeug eigentlich kaum. Ja. Einmal ist die Form dadurch aufwendiger, was schon noch ein Unterschied ist, die Materialstärke. Mit dem Klassewagen ist es meistens schon sehr dünn und dann wird es umso dünner, schwieriger. Hier haben wir ein bisschen mehr Spielraum und da kann man schon ein bisschen was instand setzen und hat hinterher noch genug Material. Wir schweißen quasi unseren Bit nur in den Randbereich von dem Blech. Beschädigen wir noch nicht mehr von der anderen Seite die Kunierung. Das ist nämlich korrosionsschutztechnisch super. So, jetzt zeichnen wir uns erstmal die Kontur an, wo wir überhaupt hin müssen.
Das mache ich immer so ein bisschen hier frei. Sag mal, hier ist der Verlauf ja schon stark gestört. Wichtig ist, dass wir in einer Linie sind, der Abstand gleich bleiben. Auch der Zustand der Bits muss immer tadellos sein. Wenn jetzt zum Beispiel ein Bit länger wäre als der andere, dann würde der kürzere ja weiter rausziehen und dann hätten wir einen ungleichmäßigen Zug am Ende. Darauf zu achten, dass wir nicht zu weit rausziehen. In gewissen Teilen wäre das jetzt nicht schlimm. Jetzt kommen wir wieder hin. Aber wenn es nicht zu krass strecken, das Material. Ja, wichtig ist, dass wir nicht zu weit ziehen. Die Anschlussstellen gleich mit berücksichtigen, mit rausholen. Keine Löcher reinreißen, keine Knicke reinreißen. Man muss sich daran tasten. Es gibt auch keinen Ablauf, den ich hier weitergeben könnte, sondern es ist auch eine gewisse Gefühlssache. Grundsätzlich ist die Form wieder da. Jetzt geht es um die Flächen zwischen den Kanten. Um wirklich ein glattes Blech hinzubekommen, müssen wir natürlich wissen, wo sind wir noch zu tief, wo sind wir zu hoch. Dafür erstellen wir dann mit der Karosseriefeile ein Pfeilbild. Wenn wir uns das jetzt hier so ein bisschen einteilen in Segmente, Segment 1, 2, 3, 4 auch, so mache ich das zumindest. Und dann werde ich die Übergänge von Segment 1 zu Segment 2, Segment 2 zu Segment 3 schaffen. Sehr wichtig dabei ist, wir wollen hier nichts gerade feilen, sondern wir wollen jetzt ein Feilbild erstellen. Wir drücken nicht feste, wir wollen einfach nur sehen, wo liegt unsere Feile auf und wo ist das Material noch zu tief. Hier ist unsere Fläche einwandfrei und die haben wir in eine tiefe Stelle hier in dem Kreis. Man sieht genau den Übergang, hier hat unsere Feile aufgelegen und hier ist ein Riesenloch und das müssen wir jetzt ausbauen. Zwischendrin immer mal drüber fühlen. Unser Loch verschwindet. So, und so wie wir das jetzt hier an der Stelle gemacht haben, die ist jetzt schon, würde ich mit 90% bewerten, arbeiten wir uns jetzt von hinten in mehreren Wellen immer wieder nach vorne, bis das Ergebnis perfekt ist. Ziel ist es unserer Reparatur, dass wir am Ende ganz geringe Lackschicht haben, dass wir hier keinen großen Spachtelauftrag haben. Wir sind jetzt so gute 2 Stunden beschäftigt, seitdem wir angefangen haben. Ich denke, bis wir komplett durch sind, wird hier ein ganzer Arbeitstag reinfließen. Aber wenn wir fertig sind, ist das qualitativ so hochwertig, dass wir sagen können, da steht einem neuen Seitenteil in nichts nach. Und ist mit Sicherheit die bessere Reparatur. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, denkt an den Daumen. Abonniert unseren Kanal. Wenn ihr Lust auf weitere Videos habt, schreibt was in die Kommentare. Viele Grüße von eurem Ahrtal Sportwagen-Team. Bis zum nächsten Mal, euer Marcel.